Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Emscher bei meinem Paartherapeut, Übungspsychologe und so weiter und so weiter. Morgen kommt es als Hörbuch raus, Neue Dimension der Liebe. Ja, wenn dich dafür interessierst, dann habe ich auch Videos zu gemacht. Nächste Woche gibt es auch die große Berliner Lesung. Wir haben schon Angst, wie viele Leute da kommen. Ja, wir werden ein bisschen was drehen. Also, ein bisschen vloggen und ja, schauen wir mal. Ja, wir haben heute eine coole Frage. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du auch ein Formular auf liebeschip.de machen. Und wir haben ja die spannende Situation, dass jemand, ein Mann, eine Frau datet, die sagt, sie war mit einem Narzissten zusammen. Vorher wissen wir jetzt nicht. Und welche Probleme das macht, das können, glaube ich, ganz viele zu relaten und zeigt die Probleme, die man dann hat, wenn man sich so versucht zu schützen danach. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Probleme, was den Liebeschip angeht, die wollen wir uns hier mal angucken. Hallo Christian, ich bin zufällig, ja, Zufälle gibt es ja nicht, meine Meinung, auf deine YouTube-Videos nach der Trennung von meiner Ex-Partnerin gestoßen und du hast mir in dieser Zeit sehr weitergeholfen. Danke dafür. Nun wende ich mich aber an dich, weil ich aktuell jemand Neues kennengelernt habe und mir nicht ganz sicher bin, in was für einer Situation ich stecke. Wir daten nun 5 Monate und verstehen uns zwischenmenschlich wirklich sehr gut. Es gibt an der ganzen Sache nur einen Haken. Sobald wir uns körperlich näher kommen, dann ist der Moment erstmal sehr schön, aber irgendwann macht meine Partnerin dann komplett dicht. Es ist, als ob sie innerhalb von Sekunden eine Wand hochfährt. Ja, also wenn das nach 5 Monaten noch so ist, sage ich ganz ehrlich, hätte ich keine Lust drauf. Ich habe früher sowas, kann mich entsinnen, auch mal gemacht. Und dann, gerade wenn man so aus dem Psychologischen kommt, dann denkt man ja noch, also hat man ja auch manchmal so vielleicht noch das ein oder andere unaufgelöste Retterthema und denkt, ja, ich kann das handeln. Und aber ich würde heute, muss ich ganz ehrlich sagen, würde immer heute mir versuchen, das Leben so einfach wie möglich zu machen, ist so meine Meinung, zu sagen, oh nee, das soll die erstmal für sich klären und ich dann gucke ich lieber weiter in der Zeit und weil da kommt man auch in so blöde Situationen, also man hat halt dann Bock drauf, man ist verliebt, ne, ein bisschen schön Indoor-Entspannung und dann, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock und weiß ich nicht und ja, dann will man natürlich auch nicht drängeln und echt schwierig, glaube ich. Ja. Klar, wenn man jetzt schon lange zusammen ist, man geht so durch Phasen durch, aber gleich am Anfang, boah, wie soll das denn auch weitergehen, ne? Man möchte ja auch immer gern auf diese coole Anfangszeit zurückblicken, ne? Wenn du jetzt 5 Jahre zusammen bist und du hast eine riesen Beziehungskrise, dann möchtest du auch gern zurückblicken und sagen, ja, aber es war mal einfach perfekt zwischen uns, ne? Versteht ihr? Und ach, und dann kann man sich da wieder sich vielleicht irgendwie hervorholen, macht ein bisschen Paartherapie oder keine Ahnung, macht coole Dates und man kommt sich wieder näher und denkt, ach, es ist wieder so wie am Anfang. Und aber wenn es am Anfang schon nur gehakt hat, dann hast du das nicht, ne? Und es ist echt frustrierend und diese Probleme, die man am Anfang hat, die werden ja auch meistens noch viel mehr, ne? Ja. Aber wenn sie es nicht kann, dann kann sie es nicht, ne? Mein Gott, so ist es, ne? Aber ich habe da noch so ein paar andere Ideen. Sie war in der Vergangenheit laut ihrer Aussage mit einem Narzissten verheiratet, wissen wir jetzt nicht, nehmen wir jetzt mal so hin, und leidet unter Bindungsangst. Das geht ganz vielen Menschen so, die in toxischen Beziehungen waren und im Pluspol waren, dass sie danach komplett in Minuspol rutschen, beziehungsweise, was ich ja mittlerweile glaube, feststellen, dass sie auch ein Thema Bindungsangst haben, was aber nur rauskommt, wenn man nette Menschen datet. Vielleicht bist du so ein netter Mann, der dieses Toxische nicht bedient und da spürt sie plötzlich ihre Bindungsangst und spürt die Chemie nicht und hat sich vielleicht damit noch nicht befasst, ne? So. Also da das fühle ich gerade so richtig so, ne? Wir haben uns in den vergangenen Monaten viel Zeit gelassen und uns sehr langsam kennengelernt, weil diese Blockaden zwischendurch sind für mich sehr anstrengend. Irgendwie kommen wir nicht weiter. Ich habe sie auch schon darauf angesprochen und am Ende sagt sie immer, dass sie sich nicht sicher ist, ob das etwas Emotionales wird. Ja, das könnte ich eigentlich in meine Spruchliste aufnehmen. Was heißt das? Ich stehe einfach nicht richtig, ich bin einfach nicht richtig verliebt. Ich bin nicht mal so verliebt, dass ich mit dir mich hier körperlich entspannen möchte. Ja, ich fühle es einfach nicht. Oder vielleicht ist sie auch so im Kopf und denkt, okay, ich muss jetzt jemand Nettes daten. Jetzt, ich war mit einem Narzissten zusammen. Was wir nicht wissen, mein Gott, das sagen so viele Leute.
keine Ahnung. Also klar, nicht, dass es narzisstischen Missbrauch nicht geben würde, aber der Begriff wird viel zu oft, häufig benutzt. Ja, wissen wir nicht. Und jetzt ist sie so im Kopf und sagt sie vielleicht so, jetzt muss ich es ganz langsam angehen lassen und ja, und blockiert da komplett, aber ich vermute auch mal, dass du nicht auf ihrem Liebeschip liegst und dass sie das vielleicht ein bisschen vom Kopf her so, oh, das muss ich jetzt mal machen, ich muss jetzt mal jemand anders daten, aber ihr kommt ja gar nicht rein in die Beziehung, ne? Könnte ich mir vorstellen, weiß es nicht, aber sie würde mich sehr mögen, mich extrem sympathisch finden, ja, das hört sich nicht an wie eine Frau, die so richtig heiß auf dich ist und verknallt ist, die redet garantiert anders, ne? Aber sie wollte mich nicht enttäuschen. Ja, sie hat dich aber schon enttäuscht. Es ist alles fair enough. Ich will das gar nicht kritisieren, was sie ja sagt. Aber das sind Varianten dieser Sprüche. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Was halt Menschen sagen, die einfach entweder in einer Bindungsangst oder Bindungsvermeidung sind oder einfach nicht richtig verknallt sind. What the fuck, ne? Das macht keinen Spaß, ne? Ich hatte solche Situationen noch nie in meinem Leben und würde behaupten, dass ich mittlerweile in den Pluspol abrutsche und unsicher werde. Ja, sie... Keine Ahnung, was du jetzt für eine Beziehungshistorie hast, aber wenn jemand so jetzt reaktiv so im Minus ist, was es ganz häufig gibt, ja, drückt sie jetzt dich ins Plus auch, ne? Klar. Aber letztlich ist es auch deine Beziehungserfahrung, bei der du irgendwas lernen darfst, natürlich, ne? Müssen jetzt auch nicht zu sehr auf sie gucken, ne? Ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie ich mich ihr gegenüber verhalten soll. Durch ihre Ablehnung, sobald es intensiver wird, bin ich total verunsichert. Ja, muss das sein? Vor allem, wenn du das in deinem Leben noch nicht hattest. Warum willst du durch sowas durchgehen, wo dich jemand komplett verunsichert und was wahrscheinlich nichts mit dir zu tun hat, ne? Es hat damit zu tun, was in ihrem Kopf stattfindet und vielleicht bist du, hat sich jetzt gesagt, ich date jetzt jemand Nettes, nicht jemand, der so toxischer, böser Surfer oder sowas oder so ein Kram und was, also irgendwie date jetzt nicht jemand, der so Bad Guy-mäßig, wo ich eigentlich drauf stehe und ja, und dann kommt vielleicht sowas zustande irgendwie, ne? Aber jetzt versuch bloß nicht, ihrem Liebeschip zu entsprechen, also mach du weiter dein Ding, also was du natürlich. Also ich hätte da, glaube ich, wenig Lust drauf, aber wenn du es weitermachen willst, dann würde ich mich auch da kurz halten, würde ihr die Arbeit, Beziehungsarbeit nicht abnehmen und ja, mich auch nicht, also zum Beispiel nicht als erstes melden und also diese ganzen Sachen morgens, dann sollte sie mal kommen und schreib ihr nicht so viel, schreib ihr ganz wenig, mach einfach nur Dates ab und wenn wieder diese Blockade kommt, dann kannst du auch, also ich würde mich da nicht groß mit befassen, das hast du alles schon gemacht, dann kannst du auch sagen, du, dann, wenn es nicht passt, du, ja, dann lassen wir es. Dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und fertig, aber ich würde da nicht rumkaspern mit ihr irgendwie, ne? Ich frage mich mittlerweile, ob ich den Kontakt zu ihr abbrechen sollte. Auf der anderen Seite verstehen wir uns sehr gut und jedes Treffen läuft super harmonisch ab. Und wir überbringen wirklich sehr viel Zeit miteinander. Ja, aber wenn das so weitergeht, dann rutscht ihr womöglich in eine komplett unteraktivierte Beziehung. Und wie gesagt, das wird ja nicht besser, wenn wir jetzt, wie geht das weiter? Ein Jahr in einer Beziehung, zwei Jahre in einer Beziehung, meint ihr, ja, willst du eine Beziehung ohne Indoor-Olympics führen? Ich glaube nicht, ja. Es ist ja schön, dass hier so die freundschaftliche Ebene so läuft, aber die andere funktioniert nicht, ne? Es ist auch nie ein Problem, Treffen zu vereinbaren. Das läuft alles sehr easy ab. Ja, ich finde, an dem Punkt sollte sie, also du machst jetzt die Beziehungsarbeit und das funktioniert überhaupt nicht. Könnten wir jetzt wieder aus der Polarität erklären, spare ich mir heute mal, sonst wird das hier zu lang. Aber sie sollte... Ja, viel auf dich zugehen nach der Zeit jetzt und sagen, Mensch, ich kann es gar nicht abwarten, wann sehen wir uns, so sollte es idealerweise sein und ich würde ihr die Beziehungsarbeit nicht abnehmen, das muss ich gar nicht, ich würde auch kein Treffen mehr initiieren, soll sie das machen irgendwie, ne? Das, klar, am Anfang macht der Mann immer die ersten Dates, aber, und er, Mann ist auch weiter, finde ich, zuständig, Dates zu organisieren, aber wann ihr euch überhaupt trefft, da soll sie mal auf dich zukommen, ne? Aber wie gesagt, ob das noch sinnhaft ist, naja, das musst du letztlich wissen, ne? Ähm,
Sobald es körperlich wird, machen wir einen Schritt vor und dann zwei zurück. Wie gesagt, ich bin mittlerweile sehr unsicher und erkenne mich hier selbst kaum wieder. Vielleicht kannst du einordnen, in was für einer Situation wir uns hier befinden. Sie hatten ja auch schon auf eine Hochzeit im Kreise der Familie eingeladen. Ja, spannend. Also sie ist durchaus committed zu dir. Aber mein Gott, vielleicht liegt es auch noch viel mehr Probleme, dass sie da so blockiert. Also ja, aber Gott, du bist nicht ihr Paartherapeut oder du musst jetzt nicht alles wissen, was in der Beziehung passiert ist oder warum sie da blockiert oder was da vielleicht noch frühere Erfahrungen gibt, warum sie blockiert. Also das ist ja mein Konzept von Standards und Dealbreakern, Modul 1 Umprogrammierung des Liebeschips, dass du für dich definierst, ob du so eine Beziehung führen möchtest, und scheint nicht so zu sein, ne? Aber das ist schön, freut mich, dass sie da loyal ist, aber mein Gott, ich meine, das ist ja auch, ich habe einfach so viele Leute kennengelernt, die sagen, ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, die sagen, sie waren mit einem Narzissen zusammen und es war einfach ein ganz normaler Dude, nichts, war so. Und ja, vielleicht war das sogar bei dem anderen genauso, vielleicht, ne, vielleicht hast du da schon mal was gehört, vielleicht hat sie da auch gemauert und der hat vielleicht da irgendwie ein bisschen die Nerven drüber verloren, was ja auch nicht gut ist, und dann sagt sie vielleicht, ist ein Narzisst, keine Ahnung, vielleicht gab es das Problem da auch schon, ne? Also das wäre jetzt ein anderer Erklärungsstrang, so, ne? Eigentlich ist alles super, aber wenn es um Indoor Olympics geht, dann ist es vorbei. Eine Anmerkung noch, sie sagte, sie wollte mich erstmal richtig kennenlernen, bevor wir miteinander in die Kiste hüpfen, damit sie durch ihre Hormone nach dem Sex nicht beeinflusst wird. Alter, jetzt sag nicht, ihr habt noch nicht einmal Indoor Olympics gehabt. Willst du mich verarschen, ey? Ey, also wenn das der Fall ist, sorry, das, was soll das? Willst du da an Blue Balls Syndrom versterben oder was? Ey, Alter, ey, das, tu das nicht an, vergiss es wirklich. Also jetzt bin ich gerade doch ein bisschen schockt. Also jetzt nicht, dass du sie in irgendeiner Weise, natürlich, wenn sie es nicht will, dann will sie es nicht, ne? Ist ja klar, aber nee, also das, boah, das würde ich mir keine 5 Monate angucken, ey, ich absolut keinen Bock drauf. Wofür macht man den ganzen Scheiß in das Dating? Noch nicht nur, dass man eine nette Freundschaft hat, ey, dann kannst du auch auf freundesuchen.de gehen oder was, nee, brauchst du nicht. Das ist ein Punkt, da würde ich immer sagen, du, Freunde habe ich schon genug, habe ich keinen Bock drauf, ne, irgendwie. Damit sie durch ihre Hormone danach nicht beeinflusst wird. Ja, aber das verstärkt so ein bisschen, was sie am Anfang gesagt wird, dass sie irgendwie im Kopf ist, was ich auch verstehen kann, dass sie auf gar keinen Fall wieder liebessüchtig werden kann, aber sie ist jetzt so auf die andere Seite, was vielen passiert, deswegen habe ich auch diese ganzen Bindungsangstmodule. und also, sorry, da ist jetzt komplett im Minus und ja, das ist ja schön, wenn man dann, dass man vielleicht das sich sagt auf dem ersten Date oder so, muss ich jetzt nicht gleich in die Kiste hüpfen, aber oh, ey, ich finde es total krass, sag ich ganz ehrlich, ich finde das auch nicht gut. Ich finde, also wenn sie das nach 5 Monaten noch nicht kann, dann sollte sie dir auch sagen, du, ey, das, lass uns das lassen, das ist für dich auch nicht gut, ne? Aber letzten Endes, ja, hast du jetzt hier geschrieben und du musst das, Lösung liegt in dir, ja. Kann ich alles irgendwie nachvollziehen? Ja, ich nachvollziehen kann man alles. Man kann auch nachvollziehen, warum, keine Ahnung, Nordkorea noch eine Diktatur ist. Kann man auch nachvollziehen. Aber will man da leben unbedingt? Nee. Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen rumpeliger Vergleich, weil wir schon, wie ich es meine. Auch durch ihre schlechten Erfahrungen. Allerdings kann ich mit der immer wieder auftauchenden Ablehnung schwer umgehen. So genug geschrieben. Danke dir, wenn du das Thema mit einem deiner Videos bearbeitest. Habe ich jemand gemacht? Mach die fucking Kurse, gucke ich nur die Videos und wir sehen uns bald wieder.